Hallo zusammen. Ich dachte, ich nutze mal noch einen freien Tag, den ich habe, um bei bestem Wetter, naja, das, was hier so unter bestes Wetter läuft, eine kleine Tour zu machen und mal wieder was zum Ride 101 zu erzählen. Da versuche ich einfach Themen abzudecken, die immer mal aufkommen durch allgemeine Diskussionen oder spezifische Events. Ich war letztens mit einer Freundin gemeinsam fahren, die einfach ein paar Klamotten von mir genommen hat, weil ich da auch eine Grenze ziehe. Wenn ich jemanden mitnehme, dann wirklich nur mit Klamotten, die auch schützen. Eine einfache Lederjacke und eine dünne Jeans reichen da nicht. Und dementsprechend dachte ich, quatsche ich heute mal kurz über Schutzkleidung. Davor vielleicht so als Hinweis, ich hatte bereits zwei in Anführungsstrichen Unfälle. Einmal hat es mich weggesemmelt, weil ich die Straße einfach nicht wirklich gesehen habe und bin seitwärts weggerutscht und einen Hang runtergekullert. Und einmal, ja, mal Visier zumachen, und einmal kam mir einer auf meiner Spur entgegen. Ich musste ausweichen, bin in matschigen Untergrund rein, habe mich überschlagen. Das erste Mal konnte ich damals noch das alte Motorrad mit einem Hammer reparieren. Und das zweite Mal bin ich auf knapp 5000 Euro Schaden hängen geblieben, weil der Typ abgehauen ist und ich die GoPro noch nicht hatte. Kleine Anekdote, so kam ich zur GoPro und zum Vlogging. Primär erstmal aus einfach Eigenschutz. Durch diese beiden Unfälle habe ich gemerkt, wie viel Schutzkleidung doch ausmacht. Ich bin zwar nicht über Straße geschlittert, aber zumindest Prellungen hatte ich dann schon. Nichts Schlimmes, also um Gottes Willen alles gut gelaufen. Aber gerade, unter anderem hat es geholfen, dass ich einen vollen Rucksack auf dem Rücken hatte, der dann wirklich so eine Rollbewegung den Hang runter gemacht hat, ohne dass meine Extremitäten ausgeklappt sind. Und das war sehr hilfreich, glaube ich, in der Situation. Ich habe natürlich auch viele Freunde, gerade im Rhein-Main-Gebiet, die fahren, die sich dann auch teilweise mit viel zu viel Geschwindigkeit hingelegt haben, aus verschiedenen Gründen. Und Gründe seien erstmal dahingestellt, die sind irrelevant. Wenn du dich hinlegst, dann legst du dich hin, ganz egal weswegen. Dann solltest du gute Kleidung haben, die dich schützt. Und dementsprechend kann man natürlich sagen, also ich kenne es vor allem aus den Staaten, wenn es da warm ist, das squidden die. Das heißt, sie fahren in T-Shirt mit einer Jeans und haben dann irgendwie so eine Protective West an oder so ein Mesh-Shirt mit eingearbeiteten Protektoren. Ja, kann man machen. Die Entscheidung muss letztendlich jeder selber treffen. Ich werde keinem sagen, was er zu tun hat. Denn wenn du dich hinlegst und keine Schutzkleidung hast, dann riskierst du höchstens dein eigenes Leben. Aber im Prinzip gefährdest du keine anderen. Natürlich hat man eine Vorbildfunktion und so weiter und so fort, bla bla bla. Ob du leben willst oder nicht, falls du dich hinlegst, ist aber deine eigene Entscheidung. Und dementsprechend kann ich es mir eben nahelegen, sich einfach ein Set an Klamotten zu holen, was wirklich schützt. Relativ einfach sind natürlich einfach Klamotten, die, also textile Schutzkleidung, die ist meistens atmungsaktiver als Leder und schützt auch erstmal eine ganze Ecke. Für die Rennstrecke ist es jetzt nichts, weil es zum Beispiel flattert und einfach auch nicht so für so Geschwindigkeiten ausgelegt ist. Aber wenn du normal so durch die Stadt fährst, commutest, irgendwie von einem Fleck zum anderen regelmäßig fährst. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, Textilklamotten an. Das ist eine Icon Overlord Jacke. Das sind Icon Anthem Handschuhe. Die sind, kann ich mal kurz zeigen, die sind kurz. Aber für so Wetter wunderbar. Die Jacke hat einen Bändel, der hier rumgeht, damit sie auch nicht wegrutscht. Hat Protektoren drin, Rücken, Schultern, Ellenbogen. Ist trotzdem gut durchlüftet, ist aber auch sehr hochwertig. Ich habe die jetzt seit 3 Wochen oder so. Ich werde sie noch ein bisschen länger testen. Wenn ich sie wirklich mal gut durchgetestet habe, werde ich sie auch noch mal reviewen. Ich habe dazu auch eine Icon irgendwas Hose. Das ist eine Jeans, wie ihr sehen könnt, die Knieprotektoren hat, außen wie auch innen, D30 Protektoren und Aramid verstärkt ist. Aramid ist ein Stoff oder eine Faser, die unheimlich reißbeständig ist, die unheimlich hitzebeständig ist
und damit nicht mit einer normalen Jeans zu vergleichen ist. Ich kenne auch Aramid-Jeans inzwischen aus dem Skating-Bereich. Da macht es durchaus Sinn. Das ist dann aber wirklich nur, wenn du nicht schnell fährst und einfach sowas brauchst. Sobald du dann ins Racing gehst oder von mir aus auch Offroad, beim Offroad würde ich sagen, brauchst du mehr Prellschutz, beim Racing brauchst du halt mehr Slide-Schutz, also Schleitschutz, mehr Leder. Und wie die einen oder anderen wissen, habe ich ja auch durchaus eine Lederkombi, die ich auch sehr lieb gewonnen habe. Damit habe ich mich noch nicht hingelegt, aber wenn ich mal auf der Rennstrecke bin oder wirklich am Kurven fressen, dann ziehe ich auch definitiv die Ledermontur an, selbst wenn es 35, 38 Grad hat. Also entweder fahre ich nicht oder ich ziehe die Ledermontur an, weil ich einfach auf Strecken wie, weiß ich nicht, wie hier so, ne, fährst aus dem Ort raus, dann hast du vielleicht 5, 6, 7 Kilometer schön Kurven an einem Flusstal entlang oder so. Da ziehe ich auf jeden Fall die Lederkombi an. Ich weiß jetzt gerade nicht, aber ich fahre auch wesentlich langsamer. Das hilft sehr. Wenn ihr euch mal hinlegt, ist Leder einfach unübertroffen. Ich weiß, eine Lederkombi ist teuer. Ich habe auch mit Textil angefangen. Ich habe inzwischen eine Textilkombi. Ich habe jetzt diese Kombi hier, so für wirklich warme Tage. Und es ist heute auch relativ warm. Ich habe eine Leder-Rennkombi und ich habe eine Leder-Stadtkombi mir irgendwann mal geholt. Also einfach eine Lederhose von, ich glaube, Vanucci und eine Textil-Lederjacke. Das war so ganz gut, wenn du halt abends mal irgendwie noch ins Kino bist und ja, einfach was anziehen wolltest, was du auch im Kino gut ausziehen konntest. Ohne da eben wie so ein Leder-Michelin-Männchen auszusehen. Und da habe ich einfach ein gutes, also vier Monturen, aus denen ich wählen kann. Mache ich auch gerne, je nach Temperatur und Einsatzgebiet. Und dazu ist natürlich auch zu sagen, ich fahre seit 15 Jahren. Also ich habe dementsprechend eine relativ lange Zeit, in der ich mir was angeeignet habe an Material. Rechnet nicht damit, gerade wenn ihr frische Fahrer seid oder erst seit 3-4 Jahren fahrt, dass ihr dann schon so ein Riesenset von ein Helm für die Rennstrecke, ein Helm für Offroad, ein Helm für was weiß ich was, eure Bedürfnisse halt habt und irgendwie 5 Monturen da hängen in der Garage und am besten noch 3 Sets an Reifen zum Wechseln und so Zeug. Das kommt mit der Zeit. Das ist also, stresst euch da nicht. Das kommt einfach, nur überlegt, wo ihr fahrt und was dementsprechend die Schutzklasse ist, die ihr gerne hättet, um einfach mal so in dem in der Ausdrucksweise zu bleiben. Ich weiß, dass diese Handschuhe zum Beispiel, die sind echt gut. Die haben hier Protektoren drin, sind relativ dünn, sind smartphonefähig und es ist Ziegenleder. Das ist sehr weich, sehr dünn, aber es heißt halt auch, wenn ich rutsche und wirklich so hinknalle, dann bin ich nach ein paar Metern durch. Deswegen mache ich es eben nur, wenn ich nicht schnell fahre und theoretisch auch nicht weit rutsche, falls es mich ablegt. Muss mal wieder putzen. Kaum stand es in meinem Regen, ist es dreckig, die Kleine. Das gilt es einfach zu bedenken. Und ich weiß, wenn es warm ist, ist es hart. Generell nehmt euch ein Hydration Pack mit, irgendwie so einen Rucksack, ne, wo ihr diesen Wassersack reinschieben könnt. Das hilft mehr und zieht euch dann lieber was Sicheres an und schwitzt halt. Gehört dazu, ist so. Aber dann irgendwie im T-Shirt zu fahren oder in kurzer Hose, teilweise sehe ich hier wirklich Leute in kurzer Hose, T-Shirt und Chucks fahren. Ja, ich weiß, der Gesetzgeber sieht nur vor, einen Helm anzuziehen, mehr nicht. Und selbst das, ganz ehrlich, ist nicht rechtlich euch überlassen, aber könnt ihr euch natürlich überlegen. Wenn ihr sonst hinfliegt und ein Auto über euch drüber fährt und ihr habt keinen Helm an, dann war es das halt, ne? Insofern würde ich sagen, sieht der Gesetzgeber da schon etwas zu euren Gunsten vor. Bei Schutzkleidung ist er noch nicht so weit. Das bleibt einfach euch überlassen. Wenn da Fragen bestehen, meldet euch. Ich habe schon viele Klamotten gehabt, viele Varianten getestet, was auch immer das für Zeug auf der Straße ist. Und kann da sicherlich Tipps geben. Wie gesagt, von den Overlord-Klamotten mache ich auch gerne noch einen Test. Da bin ich eigentlich sehr froh, dass es die hier gibt, weil ich fand die Klamotten, die es hier von den, sagen wir mal so, bei Polo und Lewis und so weiter gab, immer ein bisschen dröge und langweilig und schwarz und damit
vielleicht gefährlich und böse, aber eben nicht gut zu sehen. Und naja, blau, ne, war ja logisch, dass ich dann hier so blaue Aspekte an Handschuhen und Jacke habe. Finde ich irgendwie cooler. Ich habe zwar einen riesen Totenkopf vorne drauf, aber die Jacke gab es halt nur mit. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie so sehen kann, ne? Totenkopf. Ja, mein Gott, es ist trotzdem cooles Zeug, es ist gut verarbeitet. Ich finde es einfach echt bequem. Die haben verschiedene Schnitte, ich kann heute irgendwie nicht reden. Für mehr, oh, ist schon wieder so warm. Verschiedene Schnitte für mehr legeres Fahren, mehr sportliches Fahren und dementsprechend auch weiter oder enger, damit es nicht so flattert. Aber die Jacke ist recht weit, seht ihr? Und trotzdem flattert sie nicht, wenn ich schneller fahre. Also echt Hut ab, ist gut gewordenes Zeug. Ist, glaube ich, auch waschbar und so weiter. Ist bisher nur von, jetzt will ich nichts Falsches sagen, einem Laden in Deutschland zu kriegen. Das war auch, also da bin ich sehr positiv begeistert von dem Laden. Ich blende die URL hier mal ein, weil beim Namen bin ich mir nicht mehr sicher. da hatte ich zuerst eine andere Größe an Hose bestellt. Die meinten dann, ja, kein Ding, schick zurück. Und am Tag, wo meine Rücksendung bei denen einging, haben sie direkt die neue Größe rausgeschickt. Die war dann innerhalb von 2 Tagen bei mir. Also das war echt geil. Das kenne ich von vielen anderen Läden nicht. Da war ich sehr begeistert, wie unkompliziert das ging. Und ja, ich habe mir dazu dann noch bei Polo, glaube ich, so FLM-Sneaker geholt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da. Die sind aus Leder und haben Knöchelprotektoren und so weiter. Sind halt was, wenn du auch in der Stadt mal rumlaufen willst. High-End-Rennen will ich damit sicherlich auch nicht machen. Aber da hast du für relativ wenig Geld, ich will jetzt zu den Preisen nichts sagen, da bin ich mir nicht mehr sicher, dürften so, weiß ich nicht, insgesamt vielleicht knapp 400 Euro gewesen sein, finde ich echt okay. Und dafür habe ich Klamotten, die bei Hitze gehen, die ein relativ hohes Schutzlevel dafür haben und in denen ich mich wohlfühle und auch weiß, dass ich gesehen werde durch die bunten Applikationen. Macht euch einfach so ein bisschen Gedanken, was euch euer Leben wert ist, weil zu viel Biker und Passagiere und sonst was gehen drauf. Es reicht, wenn einer in euch reinknallt. Es reicht, wenn du einfach von einem Auto übersehen wirst, was abbiegen will oder so. Es kann so viel passieren und das ist es nicht wert, dann nie wieder fahren zu können. Und das ist eigentlich so alles, was ich dazu sagen kann. Wie gesagt, ich werde die Icon-Klamotten nochmal reviewen, weil ich es einfach sehr cool finde. Ich kenne sie aus den Staaten. Da ist es sehr weit verbreitet, die Marke. Und die machen auch Helme und so Zeug. Ja, eventuell hole ich mir auch nochmal einen anderen Helm. Das muss ich dann gucken. Da würde ich dann natürlich auch Bescheid sagen. Aber bis dahin, sorgt bitte dafür, dass ihr Schutzkleidung anhabt, wenn ihr fahrt. Und genießt einfach das Fahren. Da kann man, finde ich, auch ein bisschen den Kopf freier haben, wenn man weiß, okay, wenn ich hinfall, dann haue ich mir nicht die Haut weg, krieg nicht Road Rash. Dazu hier 1, 2 Links. Weil das macht einfach keinen Sinn, wenn du Spaß haben willst, dich hinlegst und dann teilweise 3, 4 Jahre wirklich noch die Folgen von Road Rash hast. Ja, wenn ihr euch die Videos anguckt, seid vielleicht nicht gerade beim Essen, weil so lustig sieht das nicht aus. Ansonsten war es das vorerst, kurzes Video. Fahrt sicher, fahrt gerne und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss!